Hallo ihr Süßen, ich habe euch heute nämlich Alien Krieger von Hope Hart mitgebracht. Und ganz wichtig, ich weiß, der Titel klingt nach Sexbuch, das Cover sieht aus wie ein Sexbuch, es ist aber kein Sexbuch. Also gebt dem Buch bitte eine Chance. Da steckt viel mehr drin, als man erwarten würde. Hallo ihr Lieben. Ich habe euch heute nämlich Alien Krieger von Hope Hart mitgebracht. Und bei dem Buch muss ich sagen, also zum einen ist es der erste Band einer Reihe, in sich abgeschlossen, aber sie hängen trotzdem aneinander, also lest sie bitte auch nach der Reihe. Und zum anderen will ich gleich vorneweg was loswerden, und zwar, ich weiß, dass Titel und Cover schreien geradezu Sexbuch, aber das ist es wirklich nicht. Gut, es gibt explizite Szenen, aber auch nicht zu viele. Der Hauptfokus liegt auf der persönlichen Entwicklung und der Beziehung der Protagonisten zueinander. Gib dem Buch eine Chance. Ellie kann es nicht fassen. Sie und eine Gruppe anderer Frauen wurden entführt. Und zwar nicht von irgendwem, sondern von Aliens. Als wäre dies nicht schon schlimm genug, werden sie auch noch verkauft. Und kurze Zeit später stürzt das Raumschiff auf einem fremden Planeten ab. Die Frauen treffen dort auf Aliens, die ihnen Sicherheit versprechen. Doch es stellt sich schnell heraus, dass sie eigentlich bloß fressen wollen. Ellie ist schon kurz davor aufzugeben, als sie Tarek begegnet. Tarek fällt aus allen Wolken. Er rettet eine Gruppe von Frauen aus der Hand ihrer Erzfeinde und einer davon zieht ihn magisch an. Sie gehört ihm, er weiß es einfach. Er muss sie beschützen und er muss sie von sich überzeugen. Er kann einfach den Gedanken nicht ertragen, dass sie einem anderen ihre Zuneigung schenken könnte. Ellie kann einem echt nur leid tun. Das ist natürlich ein Schock, von Aliens entführt zu werden, dann auch noch verkauft und beinahe gefressen zu werden. Doch Ellie hat es auch auf der Erde schon nicht leicht. Ihre Mutter und ihre Schwester haben ihr Leben lang alles daran gesetzt, Ellie das Leben so schwer wie möglich zu machen. Sie haben sie zur Hölle gemacht, wirklich. Sie haben ihr Selbstvertrauen systematisch zerstört und sie beinahe in den Selbstmord getrieben. Und diese freundliche junge Frau um ein Haar zerstört. Sie bricht einem echtes Herz. Wie sie jeder freundlichen Geste von Tarek misstraut, es immer hinterfragt und ständig daran zweifelt, dass sein Interesse echt sein könnte. Tarek ist ein grundguter Kerl. Man könnte jetzt meinen, weil er sich so sicher ist, dass Ellie ihm gehört, würde er versuchen, sie zu beherrschen, aber darum geht es nicht. Er will ihr nichts aufzwingen. Er will, dass sie glücklich ist. Dass sie von nun an sein Leben ist. Das ist sein einziges Lebensziel auf einmal. Ihr Glück, sie beschützen und an seiner Seite zu wissen. Es geht in dem Buch um die Entwicklung der Protagonisten und vor allem um die Ellies. Wie sie mit ihrer Vergangenheit, ihren Wunden und Narben und Komplexen kämpft. Sie ist so unsicher und verletzlich, aber steckt mehr in ihr, als man zu Anfang glaubt. Zudem werden auch die Weichen für den nächsten Band gestellt und ich bin schon sehr gespannt darauf, wie es weitergeht. Mir hat das Buch wirklich sehr gut gefallen. Ich mochte die Protagonisten total gerne. Ellie hat mir das Herz gebrochen und hat mir so leid. Tarek ist dafür ein richtig toller Kerl. Es ist wirklich toll zu lesen, wie sich die beiden entwickeln. Der Titel und das Cover deuten auf ein Sexbuch hin. Das ist es aber absolut nicht. Es geht um wichtige Themen und das ist sehr einfühlsam. Es gibt zwar auch explizite Szenen, aber nur wenige. Andere Dinge stehen im Vordergrund. Eine Sache hat mich zwar etwas gestört, aber auch nicht so massiv, dass ich jetzt Sterne abziehen würde. Von mir bekommt das Buch 5 Sterne. Und ich freue mich schon jetzt auf die weiteren Bände. Das war's dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und macht's gut und bis bald. Tschüss!